Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Wie geht's Ihnen denn gerade, liebe Zuschauer? Sind Sie gestresst oder sind Sie entspannt? Mehrheitlich werden Sie wahrscheinlich jetzt sagen, na, ich bin im Stress, ich nehme mir jetzt vielleicht gerade Zeit, diese Sendung zu gucken. Vielen Dank dafür. Und bei dieser Gelegenheit natürlich auch herzlich willkommen zu unserem Format Erfahrungsmedizin. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und ja, wenn ich die Frage schon so stelle, ob Sie gestresst oder entspannt sind, dann können Sie sich an Ihren Fingern abzählen, dass es natürlich um Stress geht jetzt in unserer Sendung. Kurt Allensbach ist bei mir, unser Infrarotexperte. Und jetzt werden Sie fragen, was hat denn Infrarot zu tun mit Stress? Ja, eine ganze Menge, wie ich schon mal erfahren habe. Und jetzt hören wir es noch mal ganz genau von Kurt Allensbach. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, zu entspannen. Ich hoffe, unser Gespräch trägt dann auch schon dazu bei, dass Sie etwas entspannen, wenn Sie Aussicht auf Entspannung haben. Also kommen Sie mit ins Gespräch, bitte ganz entspannt. Bis gleich. Hallo, lieber Kurt. Hallo, Alexandra. Super ich Einleitung. Ich habe versucht, es etwas entspannt und freudig einzuleiten und natürlich auch den Fokus darauf zu richten, dass wir schon bei den Zuschauern für Entspannung sorgen. Unser Thema ist heute Stress und du bist, wie ich mittlerweile weiß, jemand, der einfach ein Verfechter der natürlichen Wege ist, also quasi auch natürlich zu entstressen. Es gibt x Methoden, wie man entstressen kann, Meditation und Meditation und sonst, ja, genug andere Zeiteinteilung, Mails mentale Dinge und genau, wie man seinen Alltag einteilt und so weiter und so fort. Aber das hört sich für mich auch wieder nach Stress an. Das ist ein guter Punkt, ja. Ein guter Punkt. Wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass wir oft bei Kindern oder auch wenn wir unseren Kalender anschauen, der ist dann oft schon voll und auch sogar mit Freizeitaktivitäten, sodass man schon Freizeitstress hat auch noch. Ja. Und dass man immer weniger unterbringt in unseren Kalendern. Also, es geht um Stressbewältigung, weil Stress nicht gesund für unseren Körper. Und da gebe ich jetzt das Wort ab an dich. Du kannst jetzt bestimmt einiges aufzählen, was Stress in unserem Körper verursacht für unsere Gesundheit, Körper, Geist und Seele. Und wie wir es wieder rausbringen, und du hast was ganz Tolles gesagt, das habe ich so noch nie gehört, und zwar also im Zusammenhang mit Stress. Die Aussicht, vielleicht, oder du hast den Zuschauern gesagt, wenn sie jetzt wissen, dass wir um Stressreduktion sprechen, vielleicht löst das bereits Stressreduktion aus. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich dann auch meine Methode erzählen kann, wie ich auch, wenn ich Stress habe, Stress reduziere. Und allein das Wissen, dass ich in jedem Moment zu Hause meine Unterstützung habe, verhindert viel Stress. Ja, stimmt, ja. Oder? Das ist ja wie wenn du eine Wanderung machst, und du weißt, es geht noch 10 Minuten, dann macht man das noch. Wenn man 10 Minuten vor dem Ziel nicht weiß, wie lange es geht, könnte er ihm sagen, jetzt höre ich auf. Aber weil ich weiß, es geht noch, nur noch 10 Minuten, kenne ich aus meinem Kind, oder? Dann, es geht nicht, es geht nur noch 10 Minuten, es geht noch 2 Seiten im Bilderbuch. So, einfach Ziele setzen. Beim Stress ist es so, dass er mich interessiert. Nicht nur, weil ich eine Ausbildung gemacht habe zum Stresscoach und Resilienztrainer und von daher auch weiß, wie fast heimtückisch dieser konstante Stress ist und welche negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität hat und welche Zivilisationskrankheiten sehr, sehr stark zusammenhängen mit dem Stress. Aber was mich ein bisschen fast stört, ist, dass es heute in vielen Bereichen zum guten Ton gehört, gestresst zu sein. Ja. Also ich empfange jemanden in meiner Ausstellung. Wie war's? War ich gestresst? Wenn mich dann Leute fragen, waren sie auch gestresst? Sage ich, nein, ich war nicht gestresst. Und wenn ich dann die Blicke sehe, was? Da stimmt was nicht. Der ist nicht gestresst. Arbeitet er nicht? Lässt er andere arbeiten? Weißt du? Also dieser gute Ton, dass ein Missstand als erstrebenswert angesehen wird, das ist so eine gedankliche Voraussetzung, die langfristig einfach in schlechte Lebensqualität führt. Und
mir scheint es auch wichtig, diesen Stress ein bisschen zu erklären, woher kommt der. Irgendwo auch eine Lanze zu brechen für den Stress, weil es ist unmöglich, Stress zu vermeiden. Es ist unmöglich. Und er ist sicherlich auch gut, aber alles in Maßen halt, oder? Ja, richtig, das ist das Ding. Warum hat die Natur, nicht nur bei uns, jedes Lebewesen hat eine Stressfunktion eingebaut? Weil der Stress ist so der Turbolader. Mhm. Im Stress bin ich zu Leistungen fähig, kurzfristig, die ich sonst im Normalmodus nicht erreiche. Und da gehen wir halt wieder zurück in die Evolution, sowieso mein Tummelfeld. Der Stress führt dazu, dass ich überdurchschnittlich hohe Leistungen in kurzer Zeit erbringe. Ein Beispiel, es ist eine gefährliche Situation und dann habe ich die Wahl, entweder ich kämpfe, dann brauche ich Kraft, mehr als normal, oder ich flüchte, dann wäre es gut, wenn ich schnell rennen kann. Und die Natur hat gesagt, das kann ab und zu vorkommen, wir müssen das, wie beim Auto würde sagen, eine technische Innovation einbauen in dieses Spezies Mensch und in alle anderen Tiere, damit die nicht gleich bei der ersten Situation immer gleich draufgehen. Und der Stress hilft uns zu überleben. Und ich behaupte, ohne diesen Booster würden wir heute als Spezies nicht existieren. Jawohl. Gut. Das Thema ist, dass wir heute konstanten Stress haben. Und die Natur hat das nicht vorgesehen. Die Natur hat nicht gesagt, ja, ich mache jetzt was und dann ist das den ganzen Tag, sondern diese zusätzliche Kraftstoff, den die Natur dann zur Verfügung stellt in eine Stresssituation, der muss gebraucht werden. Mhm. Also wir müssen den Kraftstoff brauchen, sonst vergiftet uns der Kraftstoff. Der Kraftstoff heißt Zucker. Mhm. Wenn ich eine Fliege Zucker gebe, dann macht sie, bis der Zucker aufgebraucht ist. Da gibt es Experimente, wo man eine Eintagsfliege, der gibt man Zucker, dann fliegt sie. Und wenn sie aufgebraucht ist, ist sie wieder ruhig. Dann gibt es Zucker, dann fliegt sie wieder. Das ist das Experiment, wo man Schülern die Wirkung des Zuckers zeigt, in kurzer Zeit Energie geben. Ach, spannend. Ja. Okay. Was nimmt ein Ausdauersportler, ich war Tennisspieler, was nehmen die Tennisspieler, wenn sie im dritten Satz dann den Bällen nicht mehr hinterherrennen? Traubenzucker? Traubenzucker. Mhm. Okay. Genau, aus dem Grund. Oder gewisse, ich sage jetzt halt Gatorade, auch zuckerhaltig. Man kann auch eine Cola trinken. Und, ja, für das Tennis ist es gut so. Okay. Zucker. Aber die Natur hat nicht vorgesehen, die ganze Zeit Zucker, weil dann wächst der Berg und wird nicht abgebaut. Ich kann sagen, Zuschauer werden schon sagen, Zucker ist durch Diabetes. Diabetes 2 ist Zucker. Also wer die ganze Zeit Stress hat, läuft große Gefahr, irgendwann in der Diabetes zu landen oder beim Bluthochdruck und anderen Beschwerden. Aber ich möchte zuerst nochmal beschreiben, wie es kommen kann, dass wir die ganze Zeit Stress haben. Und zwar, Stress, er wird erzeugt im Gehirn. Es gibt eine Stressmeldestelle, das ist die Amygdala, ich sage jetzt mal das Wort, Amygdala mit Y, die ist so der Stressmanager. Und wenn die Amygdala Stress meldet, dann sagt das Gehirn, Achtung, Stress, und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Körper mit dem versorgen, dass der eben die Situation bewältigen kann. Und Stress heißt, ist eine Situation, die Amygdala und das Gehirn als gefährlich einstufen. Mhm. Wer zum Beispiel mal eine negative Erfahrung gemacht hat mit einem Hund, wird bei jedem Hund, den er sieht, solange bis es nicht austherapiert ist, Stress haben. Das kann man messen. Und das ist nicht gut, weil ein Hund ist per se nicht gefährlich. Man hat mal ein negatives Erlebnis gehabt. Ich skizziere mal so, wie der Tag normalerweise abläuft und wo überall Stress entsteht. Und ich hoffe, dass dieses Bewusstsein schon allein dazu führt, dass man ein bisschen den Stress reduzieren kann. Hast du einen Wecker zu Hause? Klar. Okay, gut. Was passiert bei einem Wecker von absoluter Stille zum schrillen Ton? Früher in der Höhle war jedes plötzliches Geräusch war gefährlich. Mhm. Gut, unser Körper, das kann man messen,
Wenn er den Wecker hört, ist er im Stress, weil er sagt, ich erschrecke ja, ich wache ja auf. Mhm. Gell? Und wenn man genau beobachtet, man wacht auf und sofort wird man wieder ein bisschen müde. Das ist dieser Peak. Mhm. Das ist die erste Stresssituation. Dann, dass man auf die Snooze-Taste drückt und nochmal ein bisschen weiter. Nee, die Stresssituation ist einfach der Ton selber, der den Körper eigentlich aus dem Schlaf reißt. Darum habe ich keinen Wecker. Ja, ich meine nur, dann drückt man auf die Snooze-Taste, weil man dann ja wieder eben erschöpft wieder müde wird und macht man ein bisschen weiter. Genau, wegen dem. Wenn man natürlich aufwacht, muss man nicht mehr liegen. Nee. Oder Samstag, Sonntag, gönnt man sicher das. Dann geht man zur Arbeit im Auto, landesunabhängig, ist jetzt, spielt da keine Rolle, und dann Unfall, Stau, und dann sagt das Gehirn, und ich übersetze jetzt, die Gefahr ist, dass ich zu spät komme und der Chef mich zusammenstaucht. Das ist die Gefahr. Das heißt, ich werde nervös. Ich schreie den Vordermann an, du eben, was auch immer, hupe, weil mein Gehirn meldet die Gefahr. Und die Gefahr ist nicht, dass ich überfalle. Die Gefahr ist, ich habe Angst vor den Konsequenzen, wenn ich zu spät komme. Wieder Stress. Dann bin ich im Büro. Beim dritten Telefonat beklagt sich ein Kunde. Wo ist meine Ware? Das Gehirn meldet Gefahr. Der Kunde könnte den Auftrag stornieren. Und so weiter und so fort. Dann, oder er könnte sich beschweren und dann kriege ich wieder einen auf den Deckel. Genau. Und so überall. Und wichtig ist, auch wenn das nicht eine Gefahr ist, wie wir Gefahr definieren, das für das Gehirn ist das Gefahr. Am Abend kommt man nach Hause, das Kind erzählt vom Schulalltag und sagt, ja, ich nehme die deutsche Notenskala, ich habe eine 4 geschrieben. Die Eltern haben Angst, dass das Kind vielleicht zurückbleibt. Also das hört nicht auf. Und jetzt ist ganz wichtig, wir haben keine Chance. Weil, in der Ausbildung haben wir es gemacht, die Amygdala registriert die Gefahr, bevor wir sie sehen. Mhm. Also die Amygdala weiß, jetzt kommt der Wecker und bevor ich den höre, bin ich schon im Stress. Also die Botschaft ist, wir haben keine Chance. Jetzt gibt es aber Techniken, wenn ich spüre, dass der Stress steigt, dass ich sofort eine Stressreduktionstechnik anwende. Für mich das beste Übungsfeld ist der Autoverkehr, weil wenn mich jemand schneidet, dann möchte ich den auch auf den Mond schießen. Ja, klar, habe ich nicht gerne, auch aus sicherheitstechnischen Gründen. Ja. Und dann sage ich, okay, Stress, liebe Grüße, habe keine Zeit für dich, mache ich eine Stressreduktionstechnik, die habe ich gelernt damals bei dem Institut Hartmess, wo ich sehr viel über Stress gelernt habe. Ja. Gut. Und jetzt kommt noch was anderes, was man wissen muss. Das wäre alles kein Problem, wenn die Stresshormone sich verabschieden, aber die verabschieden sich nicht, die bleiben 6 Stunden im Körper. Das heißt, wenn ich am Abend um 18 Uhr das letzte stressige Erlebnis habe, und ich habe es definiert, es geht nicht um Kampf, es geht nicht um Einbrecher, es geht um ganz alltägliche Sachen, etwas fällt auf den Boden, was ist passiert, schon Stress, dann habe ich bis 24 Uhr das Stresshormon im Körper. Ja, selbst beim Fernsehen, wenn ich jetzt abends noch Fernsehen schaue und nicht QS24, sondern ja, irgendein Krimi, Actionfilm oder Brutalität, Krimi oder was auch immer, ist auch Stress. Super, also ich wollte das gar nicht sagen, damit es nicht noch später wird, aber das ist genauso. Ja, aber es ist bei den meisten so. Wenn man sich beobachtet, wenn man diese... Social Media, genau, wenn man sich beobachtet bei einem sogenannten Actionfilm, wer sich beobachtet, spürt, dass sich da drin alles zusammenzieht, weil das Gehirn meldet, da wieder Blut, da ein Gewehr, da keine Ahnung, Schlägerei, das ist alles Gefahr. Natürlich nicht real, aber das für das Gehirn ist es Gefahr. Mhm. Also sind wir vielleicht 22 Uhr plus 6 Stunden, sind wir bei 4 Uhr. Wer schlecht schläft, ist es, weil der Stress im Körper immer noch aktiv ist. Also das einfach mal als Voraussetzung zum Stress. Und jetzt wäre es ja toll, wenn man entweder möglichst schnell die Stressproduktion unterbinden kann. Mhm. Denn wenn ich gleich zu Beginn mit einer Technik die Stressproduktion verhindern kann, dann habe ich nur ganz wenige Stresshormone. Und dann ist es dann auch wichtig, dass ich sage, okay, wenn ich aber trotzdem gesammelt habe und wir sammeln alle, dann bitte am Abend einfach in die Maschine.
Körper in die Stresswaschmaschine, damit ich wenigstens in der Nachtruhe habe. Denn solange ich Stresshormone im Körper habe, ist der Körper in Alarmstimmung und sagt, ja, mach was mit dem. Ich habe dir Stresshormone gegeben, weil ich gefragt habe, mach was mit dem. Wer im Stress ist, schläft nicht. Also ich habe noch niemanden gesehen, der schläft. Nein. Gut. Mhm. Und das ist einfach so meine Botschaft für den Stress. Vielleicht noch ein kleines Fenster. Was macht der Stress kaputt? Einfache Antwort, einfach alles. Wir fangen mal unten an, gell, und gehen dann den Körper hoch. Ich mache jetzt nicht alles, aber so Hautbild ist im Stress anders. Na klar. Jeder kann sich beobachten. Sonntagmorgen ist die Haut recht gut. Wenn man im Stress ist, bei mir zum Beispiel, bilden sich so kleine Karrees, so Vierecke auf der Haut. Ja. Okay. Das kann man beobachten. So. Und dann weiß ich spätestens dann, aber es passiert wirklich sehr selten, okay, also jetzt Junge, jetzt rausfahren, warten, weil es ist nicht mehr gut. Dann, wer Stress hat, spürt keinen Hunger. Mhm. Ist alles zu. Mhm. Also wenn alles zu ist, ist die Verdauung nicht gut. Dann ist auch die Kreativität, im Stress ist niemand Kreativität, weil der Stress von der Natur nicht gemacht ist, um kreativ zu sein, sondern zu überleben. Dann verengen sich die Blutgefäße, Blutdruck, es wird Zucker ausgeschüttet, Diabetes, dann Libidoverlust, okay, mit dem kann man aber ist tatsächlich, also wer... Bevor man zum Urologen geht und ich weiß nicht, was für Operation man macht, schaut man den Stress an. Mhm. Also, warum habt ihr in den Ferien mehr Lust als zu Hause? Mhm. Weil der Stress, und warum? Weil die Natur gesagt, also, wenn du kämpfen musst, vermehren gleichzeitig, müssen wir nicht. Müssen wir zuerst überleben, dann können wir uns wieder vermehren. Genau, macht Sinn. Dann Migräne, hier die Muskeln verspannt, Müdigkeit, Schlappheit, also die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Und tragischerweise braucht es eine gewisse Zeit vom Dauerstress, den haben heute leider viele, bis dann diese Beschwerden sich zeigen. Also bis sich eine Diabetes entwickelt, das geht Jahre. Und übrigens, einfach zum Vergleich, also so viel Schokolade kann man gar nicht essen, wie der Körper an Zucker produziert, wenn ich im Dauerstress bin. Also wer sagt, okay, ich spare die Schokolade, sie können zwei Tafeln essen, ist alles kein Thema. Natürlich, Stress und Schokolade wird ein Thema, aber wenn ich wählen muss zwischen Stress, Zucker und Schokoladenzucker, nehme ich immer die Schokolade. Ah, unbedingt, ja. Genau. Das ist wichtig. Also der größte Verursacher für Zucker ist der Körper selber. Und das ist eine wichtige Botschaft. Und wie gesagt, ich fahre zweigleisig. Ich kann jedem empfehlen, mit irgendeiner Stresstechnik, du hast ja angefangen aufzuzählen, den Stress. Ja, atmen kam mir dann jetzt unterwegs noch. Das ist das, was man, glaube ich, standardmäßig oder ganz natürlich macht, ne? Wenn man jetzt in einer stressigen Situation ist. Dann Also das alleine wäre super. Ja. Das alleine wäre super. Wir tendieren dann dazu, die Gefahr dann irgendwie auszudrücken. Eben, er schneidet mich rein. Und dann fange ich an zu hupen oder gebe Gas oder fahre auf. Oder ich explodiere hinter meinem Steuer. Genau, so. Und darum, genau, okay, gut, du darfst, du hast es eiliger als ich, du darfst. Das wäre eigentlich so, einfach so wirklich im Moment runterkommen. Und dann, das ist das eine, aber das schafft man nicht, schaffe ich auch nicht. Aber dann, okay, ich weiß, ich schaffe es nicht. Und jetzt muss ich die Stresshormone einfach rauswaschen. Aha. Und das möchte ich einfach da einfach genau. So. Wie das mache ich jetzt? Das suchen wir jetzt nach der Lösung, beziehungsweise genau. Da hast du eine Lösung. Da habe ich die Lösung seit 13 Jahren, weil ich eben auch mir bewusst wurde, trotz meiner Ausbildung, ich kann nicht stressfrei durch den Alltag gehen, aber ich kann dafür sorgen, dass ich dann irgend zu einer bestimmten Zeit, meistens am Abend, sage, okay, gut, das, was noch da ist, darf jetzt gehen. Ich gehe ja seit 13 Jahren in meine Infrarotkabine, die ich auch anbiete, also mit meiner Firma, und habe einfach gemerkt, bei mir selber und auch bei vielen Kunden, dass wenn man mit der Infrarotkabine, die ich anbiete, die eine sehr, sehr hohe Reinigungsleistung hat, wir haben auch mal in einem Interview, glaube ich, über die Entgiftung gesprochen, und ein Stresshormon, das nicht gebraucht wird, ist auch ein Gift. Ja. So. Und ich kann im wahrsten Sinne des Wortes Stresshormone auswaschen. Und wie spüre ich das? Also ich spüre es bei mir, klar, aber viele Kunden, die mit Stress kommen, eben, ich hatte Stress,
und bei uns eine Testsitzung machen, also die Kabine probieren, berichten alle, oh, ist es schön ruhig. Ja, sowieso. Genau, es ist schön ruhig, klarer Kopf. Teilweise ist auch die Sicht... Also nicht nur im Außen ruhig, sondern innen, vor allem innen. Ne? Ja, genau, gut, bei mir ist sowieso das, ruhig, aber im Innen ist es ruhig. Ja. Und ein Beweis dafür, dass alles ruhig und entspannt ist, dass viele sagen, ich sehe besser. Weil wenn du im Stress bist und alles verspannt ist, alle Muskeln verspannt ist, der Augenmuskel quittiert die Verspanntheit mit einer schlechteren Sehleistung. Dass es hier verspannt ist, das spüren dann die meisten gar nicht mehr, weil die sind ja jeden Tag im Stress. Aber beim Augenmuskel, Nacken eben, Migräne ist ein Thema. Und das ist das, was ich beobachte, dass die Klarheit, die Ruhe und dann auch die Freude. Weil wenn die Ruhe kommt und der Körper sehnt sich am Abend nach Ruhe, weil er sagt, gestresst in den Schlaf geht nicht, hat noch nie funktioniert. Der Körper sagt, ich möchte eigentlich, dass du, lieber Inhaber des Körpers, mich vom Stress befreist, dass ich dann im Schlaf meine Arbeiten machen kann. Mhm. Das machen wir nicht. Sondern wir machen dann eben noch das andere, entweder streiten in der Familie oder eben einen Film schauen. Und erhöhen dann den Stressspiegel und beklagen uns am nächsten Morgen, ach, war das gestern anstrengend. Dabei war der Tag gar nicht anstrengend. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass die Stresshormone draußen sind. Mhm. Und das ist für mich so das bequemste Mittel, den Reststress aus dem Körper zu buxieren. Weil es kommt noch was anderes zu. Ich bin zwar Spezialist beim Stress, aber ich weiß nie oder nicht immer hundertprozentig, habe ich noch was? Oder habe ich nichts mehr im Körper? Also habe ich noch Stressgift oder habe ich nichts mehr? Und wenn ich einfach ganz sicher gehen will, sage ich, okay, ich muss sowieso noch mein Immunsystem stärken, sowieso wieder mal eine Entgiftung machen, macht man gleich alles zusammen in der Infrarotkabine und ich verabschiede den Reststress. Und jede Nacht ist besser, wenn ich in der Kabine war, auch weil der Stress draußen ist. Ich kann das auch, ich habe das auch schon unter dem Tag gemacht, wenn ich wirklich 3-4 schwierige Telefonate hatte, lange. Und ich merke, oh, also jetzt ist einfach alles, alle Fontänen, Stressfontänen haben gesprüht, dann kann ich auch nachmittags um 2 in die Kabine und muss mich einfach reinwaschen. Mhm. Mal ganz andere Frage, wie muss ich mir denn so eine Infrarotkabine vorstellen? Mhm. Also gibt es da verschiedene Größen oder kann ich da auch mit mehreren rein? Also bin ich da nur alleine oder kann ich auch, wenn ich zu zweit bin, zu zweit da rein? Kann ich liegen, sitzen? Wie ist das? Ich habe noch gar nicht nachgesehen. Genau. Also die Infrarotkabine gibt es in verschiedenen Größen. Mhm. Das kommt auf das Platzbudget an. Wir raten, den Körper bequem zu positionieren in der Kabine. Also ich zum Beispiel, ich liege nur flach, weil das für mich das Entspannendste ist. Ja, du bist ja eine Weile da drin auch. Ne? Genau. Das ist so das Minimum? Ja, etwa 40 Minuten sind wir schon drin. Ich bin ein bisschen länger drin, weil ich eben die Immunproduktion sehr, sehr stark stimulieren will. Aber wir raten und lassen auch die Kunden das erfahren, dass man den Körper bequem positioniert. Weil alles, was bequem ist, macht der Körper gerne. Ja. Und wenn man es gerne macht, macht man es oft. Ja. Und dann hat man auch viele Effekte. Also von der Größe her, ein kleiner Körper, also wenn jetzt jemand kommt, 1,60, schlank, dann nimmt man eine kleine Kabine. Wenn jetzt jemand kommt, wie vorgestern, groß, über 1,90, deutlich über 100 Kilo, dann müssen wir eine andere Kabine nehmen. Bequemlichkeit. Verstehe. Also es ist zwar nicht zu entscheiden, also die Größe ist schon entscheidend, aber vor allem geht es um die Wirksamkeit der Kabine. Also eine Kabine muss wirken und das kann man auch testen. Also genauso wie man ein Fahrrad testet durch eine Fahrt, sollte man auch eine Kabine testen und schauen, bringt die überhaupt die Wirkung, die ich haben will. Weil ich stelle ja sehr viel in Aussicht an Wirkungen und jeder kann das für sich testen. Also die Größe findet man immer, aber die richtige Kabine sollte sein, die dann eben auch wirkt und nicht nur schön ausschaut. Aha. Jetzt habt ihr oder gibst du auch die Möglichkeit eben auch zu testen für 6 Wochen, ne? Genau, es gibt den Test in der Ausstellung, dass man das einmalig testet, dann hat man auch schon Wirkung. Das ist übrigens nach einer Sitzung in unserer Kabine hat man schon Wirkung. Sonst würde das keinen Sinn machen.
Also ja, wenn du ein Fahrrad fährst, hast du Wirkung. Du weißt, wie es sich anfühlt. Ja. Das, genau. Was wir noch haben, weil wir auch viele Kunden haben, die schon vieles probiert haben, das nicht funktioniert hat, habe ich mir einfach vor Jahren überlegt, gut, ich gebe einem Kunden, der ein bisschen unsicher ist oder einfach Beweise haben möchte, gebe ich eine Kabine 6 Wochen nach Hause, dann kann er sie 6 Wochen testen. Da sind wir die Einzigen auf dem Markt, aber es ist für mich das fairste Angebot. Dann kann jeder ohne Druck, ohne Stress entscheiden, jawohl, ich spüre genau das, was ich möchte, oder im schlimmsten Fall dann eben nicht. Ja. Und dann bin ich auch nicht im Stress, dass ich was aufschwätzen muss. Ja, jetzt gibt es da doch einen Markt auch für diesen oder von diesen Infrarotkabinen. Ich glaube auch aus China kann man da was beziehen. Aber es ist wichtig, ein paar Dinge zu beachten. Ne? Magst genau. du die vielleicht kurz aufzählen? Was ja, also es gibt von vielen Ländern Kabinen. Man kann jetzt auch nicht unbedingt sagen, das Land ist konsequent gut so. Aber man kann einfach achten auf ein paar Sachen. Ganz wichtig an erster Stelle ist, dass die Infrarotkabine kein Infrarot A hat. Mhm. Wer sich darüber informieren möchte, weil es vielleicht eine neue Information ist, kann gerne auf unserer Webseite, die heißt www.alvaspa.ch, nachschauen, warum das Infrarot A gesundheitsgefährdend ist in der Infrarotkabine. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann eben rate ich, dass man die Kabine testet, damit man eben die Wirkungen spürt zwischen den einzelnen Anbietern. Die anderen Zertifikate sind auch wichtig, dass zum Beispiel die Kabine schadstofffrei ist. Das sieht man der auch nicht an. Aber das wäre jetzt auch ein Punkt, wo ich sage, wenn ich mich entgiften will, aber die Kabine hat den falschen Leim oder nicht dann das Formaldehyd einatme, dann bringt es ja auch nicht. Also das ist schon auch ein kleines, aber wichtiges Thema. Aber auf der Webseite sich informieren und dann einfach mit den Informationen dann weitersuchen. Ja, und auch nicht an der falschen Stelle sparen. Das ist ja, da gerät man schnell mal in Versuchung, aber man will sich ja was Gutes tun. Man will ja dem Körper. Genau. Wobei das ist eigentlich dann relativ einfach, wenn man die Kabine getestet hat. Mhm. Dann macht man eigentlich nicht mehr den Fehler, dass man am falschen Ort spart, weil die Antworten des Körpers sind so klar, oder? Zwischen den einzelnen Anbietern, dass es dann, also dann hört man auf zu sparen. Also wenn ich eine Kabine habe, die günstig ist, aber ich spüre nichts, wird niemand die kaufen. Jawohl, ich verstehe. Also von daher, das ist das Sicherste. Auch natürlich, wenn eine Kabine 30.000, dann kaufe ich sie auch nicht. Aber das ist alles in dem Bereich, wo die Wirkung so klar ist, dass die paar Franken Unterschied machen es dann nicht mehr aus. Okay, fein. Es ist wie immer wie im Flug vergangen, ich bin fast ein bisschen gestresst, weil wir jetzt zum Ende kommen müssen. Nein, Quatsch. Wir machen einen Spaziergang da und schließen. Ja, ganz genau, richtig. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche und was du ansonsten noch für Erkenntnisse dann hast, weil du ja eben immer für die natürlichen Wege bist. Genau. Also ich bin schon wieder ganz gespannt. Und sehr gerne komme ich muss wieder. Unbedingt mal diese Infrarotkabine auch mal testen selbst. Ja, habe ich mir gerne. Ganz fest vorgenommen. Gut. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke dir, auch. Kurt, und bis zum nächsten Mal. Freue mich, danke auf die neue Einladung. Danke. Merci. Ja. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie haben jetzt keinen Stress empfunden in der letzten halben Stunde, sondern sind ein bisschen runtergekommen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen meines Gastes Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst vor allen Dingen, aber auch gerne zur Welt, wenn Sie es noch schaffen. Und schauen Sie auch das nächste Mal gerne wieder rein. Ich würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.